Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute drehe ich es aus dem Fußball und sage, wir starten rein mit dem Video. Let's go! Und heute gibt es wieder eine neue Fußball-Prediction. Und zwar für den neuen Spieltag der Bundesliga-Saison 23-24. Und zwar kann Bayer Leverkusen den Vorsprung ausbauen. Sind jetzt schon sehr, sehr lange auf dem ersten Platz. Oder kann der Bayern München oder VfB Stuttgart zurückkommen? Das alles besprechen wir heute in diesem Video. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch gerne meinem kostenlosen Discord beitreten. Dort können wir uns auch ebenfalls über sämtliche Fußballthemen unterhalten, beziehungsweise auch über verschiedene FIFA-Themen. Wenn ihr da Bock habt, könnt ihr doch gerne dort beitreten. Link dazu in der Videobeschreibung, ist wie gesagt kostenlos. Und ich würde mich noch sehr, sehr freuen, wenn ihr alle ein Like und ein Abo da lassen würdet. Ist kostenlos und weil jetzt würde ich sagen, geht es weiter mit dem Video. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein mit dem Freitagsspiel Bochum gegen Mainz 05. Und ja, am letzten Spieltag hat Mainz natürlich einen sehr, sehr schweren Gegner gehabt mit Bayern München, haben aber gut mitgehalten, muss ich sagen. Also 3-1 nur gegen Bayern zu verlieren, ist ein gutes Ergebnis. Ich meine, Bochum hat da ein bisschen höher verloren, das war natürlich damals nicht so gut. Ja, Bochum hat tatsächlich auch sehr, sehr stark gegen Freiburg gespielt, mit dem 2-1 auch dort nur verloren. Also beide haben okayen Spieltag natürlich hingelegt, aber Mainz muss punkten und auch Bochum müssen punkten. Das ist wirklich jetzt sehr, sehr wichtig. Wir können uns nochmal kurz die Tabellensituation angucken. Und zwar Bochum ist auf dem 17. Platz und Mainz auf dem 18. Platz. Das ist ja einfach nur geisteskrank. Ich hätte persönlich gedacht, dass Mainz auf jeden Fall deutlich besser werden könnte diese Saison, einfach weil sie auch Tom Kraus verpflichtet haben, der letztes Jahr beispielsweise bei Schalke eine überragende Saison gespielt hat. Ja, ich glaube persönlich, dass das Spiel sehr, 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 sehr langweilig werden wird. Ich glaube trotzdem, am Ende wird das Spiel 1-1 zwischen beiden Mannschaften ausgehen, weil beide haben immer Qualität natürlich. Beide kämpfen natürlich auch, hatten jetzt sehr, sehr schwere Gegner, beispielsweise halt mit Bayern oder Freiburg. Ich glaube aber, dass am Ende das Spiel 1-1 ausgehen wird. Ich glaube, die Qualität ist ungefähr gleich. Ja, dann kommen wir zum Spiel Bayern gegen Darmstadt. Darmstadt tatsächlich gar nicht mal so schlecht in der Saison drin, muss man einfach sagen. 7 Punkte auf dem Tabellenplatz Nummer 12 und auch gegen RB Leipzig zum Beispiel haben sie auch nur 3-1 verloren, haben sogar ein Tor gemacht, natürlich durch einen Elfmeter von Kempe. Den Namen falsch ausgesprochen habe, tut mir auf jeden Fall leid. Ja, war auch ein okayes Spiel auf jeden Fall von Darmstadt. Ja, aber gegen Bayern, was soll ich dazu sagen? Harry Kane, Leroy Sané, der absolut in der Form aktuell ist. Ja, Coman, der letztes Spiel beispielsweise getroffen hat. Goretzka, der letztes Spiel getroffen hat. Also, die sind so on fire, Bayern München. Sind mega in ihrer Prime aktuell. Natürlich, da kann immer noch mehr gehen. Ich meine, die sind jetzt aktuell auch nur auf Tabellenplatz Nummer 3. Aber die zerfetzen eigentlich fast jeden Gegner. Machen es immer sehr, sehr eindeutig. Und deswegen sage ich auch hier, Bayern wird das Spiel deutlich mit einem 3-0 gegen Darmstadt gewinnen können. Dann kommen wir zum nächsten Samstagsspiel. Gladbach gegen Heidenheim. Ja, Gladbach hat leider letztes Spiel das Derby gegen Köln verloren, was natürlich sehr, 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 sehr bitter auf jeden Fall für Gladbach bzw. für unsere Borussia. Ich weiß ja, wie gesagt, nie, wie viele Gladbach-Fans das Video auch gucken. Ja, wie gesagt, war sehr, sehr bitter auch für mich. Da war ich echt ein bisschen sauer nach dem Spiel, weil die auch gar keine gute Leistung gezeigt haben. Mega viele Fehlpässe, muss man einfach sagen. Und ja, Heidenheim hat auch ein sehr, sehr spektakuläres Spiel hingelegt mit 5-2 gegen Augsburg, obwohl sie 2-0 geführt haben durch ein Tor von Kleindienst. Und Beste war auf jeden Fall, ja, bis dahin ein gutes Spiel, aber am Ende 5-2 gegen Augsburg zu verlieren, ist schon sehr, sehr bitter, weil Augsburg natürlich auch noch nicht die Qualitätsmannschaft einfach generell ist. Sind natürlich jetzt auf Tabellenplatz Nummer 10, aber insgesamt spielen die auch keine richtig gute Saison. Ich glaube, dass das Spiel sehr, sehr knapp werden wird. Trotzdem sage ich, dass am Ende Gladbach 2-1 gewinnen wird. Ich meine, ich bin Gladbach-Fan, also deswegen muss ich einfach immer für Gladbach tippen. Wirklich, tut mir auf jeden Fall leid. Glaube aber auch, dass Gladbach vielleicht nochmal in die alte Form zurückkehren kann. Dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel. Bremen gegen Union Berlin. Und ja, Union ist ja so gar nicht in der Saison drin. Aber auch Werder Bremen absolut grottenschlecht. Also die müssen wirklich beide aufpassen, dass sie nicht am Ende in der zweiten Liga landen. Also Union aktuell noch Champions League natürlich
Das ist natürlich auch ein mentalischer Anspruch für einige Spieler, weil die es noch gar nicht so kennen so richtig. Trotzdem haben die schon heftige Qualität im Kader mit Robin Gosens, mit Bonucci. Das sind schon bärenstarke Spieler oder auch Behrens, der natürlich sehr, sehr stark am Anfang der Saison vor allem auch war. Also das ist schon sehr, sehr bitter für Union Berlin aktuell auf Tabellenplatz Nummer 15 zu stehen. Ja, Werder Bremen auf Tabellenplatz Nummer 14 mit Niklas Füllkrug natürlich einen Top-Stürmer am Ende verloren. Ich sage trotzdem, Union wird aufgrund der Qualität am Ende knapp 0-1 in Bremen gewinnen können. Dann geht es zum nächsten Spiel, Augsburg gegen Wolfsburg. Und ja, Augsburg hat ja letztes Spiel ein sehr, sehr spektakuläres Spiel hingelegt, wie schon eben bei Heidenheim erwähnt. 5-2 gegen Heidenheim in Heidenheim gewinnen können. Und Wolfsburg hat knapp, das war wirklich auch eine gute Leistung von Wolfsburg, gegen Leverkusen 2-1 verloren, was wirklich eigentlich eine sehr, sehr stabile Leistung war. Weil ich meine, Leverkusen, was soll ich dazu sagen? 22 Punkte, natürlich nach dem Spieltag wären es wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr. Da kommen wir aber gleich nochmal ein bisschen differenzierter, wie gesagt, zu. Ja, wie gesagt, Wolfsburg aber gut mitgehalten, sind auch eigentlich in der Saison am Ende drin und Augsburg, ja, wie gesagt, auf Tabellenplatz Nummer 12, glaube aber nicht, dass sie eine Chance am Ende gegen Wolfsburg haben werden. Deswegen sage ich, das Spiel wird 0-2 für Wolfsburg ausgehen. Ja, dann kommen wir absolut zum Kracherspiel Stuttgart gegen Hoffenheim. Und zu Stuttgart und Guirassy muss ich ja jetzt wirklich nicht mehr viel sagen. Ich glaube, jeder hat es mittlerweile mitbekommen. Letztes Spiel hat Guirassy auch schon wieder getroffen mit dem Tor gegen Union Berlin, aber auch die restliche Mannschaft. Also ich möchte jetzt nicht immer nur Guirassy loben. Der ist ein überragender Spieler, muss man einfach sagen. Und ich glaube, der kann wirklich zum Topstar auf jeden Fall werden. Haben aber zum Beispiel auch Undav getroffen, was natürlich auch sehr, sehr stark war. Also generell, das Stuttgart-Team ist insgesamt eine überragende Mannschaft, eine überragende Kämpfermannschaft mit sehr, sehr starker Qualität. Natürlich Guirassy vor allem hervorgehoben. Natürlich ein überragender Spieler, natürlich aktuell in der Bundesliga mit 14 Treffer und somit 5 Treffer mehr als Harry Kane, der nur aktuell 9 Treffer hat. Das ist schon geisteskrank, muss man einfach sagen. Und ich glaube auch, Guirassy wird in dem Spiel treffen können. Ich glaube nicht, dass es so eindeutig wie gegen Union Berlin am Ende wird, sondern ich sage, das Spiel geht knapp 2-1 für Stuttgart aus. Ich sag Doppelpack Guirassy und dann hätte der 16 Treffer, was natürlich geisteskrank heftig wäre nach dem 9. Spieltag. Dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel, Leipzig gegen Köln. Ja, Köln letztes Spiel natürlich gut gespielt, gut gewonnen. Natürlich Gladbach war jetzt nicht so gut, muss man einfach dazu auch sagen. Haben den Derby-Sieg am Ende eingefahren. Ja, Leipzig natürlich auch eine heftige Mannschaft. Aber wie jedes Jahr Leipzig, ich meine, was soll ich dazu sagen? Ist halt eine Investitionsmannschaft. Ich meine, Red Bull hat so viel Geld da reingebuttert. Also wären die da jetzt nicht so gut, das wäre auch schon sehr, sehr überraschend, muss man einfach sagen. Ja, ich sage auch, Leipzig wird das Spiel deutlich mit einem 3-0 gegen Köln gewinnen. Dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel. Frankfurt gegen Dortmund. Und auch das könnte, glaube ich, ein spannendes Spiel werden. Dortmund letztes Spiel knapp 1-0 gegen Werder Bremen gewonnen mit dem Tor von Julian Brandt. Und auch Frankfurt konnte letztes Spiel in Hoffenheim 3-1 gewinnen. Und ich glaube persönlich, dass am Ende das Spiel sehr, 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 sehr spannend wird. Trotzdem sage ich, am Ende wird es 0-0 werden. Ich glaube, beide haben sehr, sehr gute Qualität. Dortmund natürlich ein bisschen besser als Frankfurt am Ende. Aber Frankfurt hat natürlich auch sehr, 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 sehr viel Mentalität generell. Auch durch die Fans, die natürlich das Team auch mit nach vorne pushen. Deswegen sage ich, am Ende das Spiel wird sehr, sehr knapp 0-0 ausgehen. Dann geht es weiter mit dem letzten Spiel, Leverkusen gegen den SC Freiburg. Und Freiburg natürlich jetzt auch noch nicht mal so gut in der Saison drin, sind aktuell noch nicht auf dem europäischen Platz, aber auf Platz 9 ist vollkommen gut, also ist jetzt nicht schlecht, ist in Ordnung, wie gesagt. Aber ich glaube, gegen Leverkusen, was soll ich zu Leverkusen einfach noch sagen? Ich sag, Leverkusen wird das Spiel sehr dominieren und am Ende das Spiel deutlich mit einem 2-0 gewinnen. Ich glaube, dass sie auch sehr, sehr viel Ballbesitz haben, werden sehr, sehr viele Torchancen kreieren können, mit Jonas Hofmann beispielsweise, mit Boniface, der ein überragendes Spiel auch schon absolviert hat, oder Granit Xhaka, den die neu verpflichtet haben. Also das ist schon Bombenqualität und Leverkusen kann meiner Meinung nach dieses Jahr auf jeden Fall die Meisterschaft angreifen. Ob es am Ende gegen Bayern München reicht, muss man natürlich, wie gesagt, mal gucken, wie Bayern natürlich jetzt auch nochmal mit den Situationen am Ende umgeht.
Natürlich Bayern immer eine überragende Mannschaft mit absolut heftiger Qualität. Und ja, das ist jetzt hier meine Prognose für den 9. Spieltag. Wie gesagt, schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und so würde dann die Tabelle nach dem 9. Spieltag aussehen. Mainz wäre auf dem letzten Platz mit 3 Punkten. Und Leverkusen wäre auf dem ersten Platz mit 25 Punkten und einer Tordifferenz von 20. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Like, Abo da. Haut rein, Leute. Und damit, ciao, ciao.